Von solider Haushalts- und Wirtschaftspolitik über Terrorabwehr und den Kampf gegen Einbrecherbanden. Es gibt viel zu besprechen auf der zweitägigen Klausurtagung des Fraktionsvorstandes der CDU-CSU im Deutschen Bundestag. Die Haushaltsberatung, Wolfgang Schäuble wird ja nachher dazu noch sprechen, zeigen, dass wir gut dastehen, dass wir Wort gehalten haben, weder Steuererhöhungen noch haben wir neue Schulden gemacht. Das ist angesichts der Gesamtherausforderungen schon beachtlich. Ein Schwerpunktthema ist die innere Sicherheit. So will die Unionsfraktion unter anderem 4.500 neue Stellen bei den Sicherheitsbehörden schaffen. Wir wollen weiter die Ausstattung der Polizei verbessern und wir hatten ein hochinteressantes Gespräch mit dem Chef des BKA, Herrn Münch, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir auch wahrscheinlich gesetzlich noch etwas tun müssen. Es geht darum, dass verschlüsselte Daten auch in den sozialen Netzwerken beispielsweise eingesehen werden müssen. Und das muss gesetzlich wohl sichergestellt werden. Auch das Thema Integration steht auf der Tagesordnung. Einigkeit herrscht, dass sogenannte Kinderehen schnellstens verboten werden müssen. Wir wollen, dass Menschen ausländischer Staatsangehörigkeit, die in Deutschland ihren Lebensschwerpunkt haben, nicht mehr nach ausländischem Recht heiraten können, sondern nur nach deutschem Recht. Und dieses deutsche Recht dann fortan vorsieht, dass das erst ab 18 Jahren möglich ist. Weitere Schwerpunktthemen sind die Außen- und Verteidigungspolitik. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betont mit Blick auf Russland und den Mittleren Osten, dass sich die internationale Sicherheitslage in letzter Zeit deutlich verschlechtert habe. Folgerichtig wollen CDU und CSU die Ausgaben für den Bereich Verteidigung auch erhöhen. Zu den unterschiedlichen Themenbereichen wurden ausführliche Positionspapiere erarbeitet. Die finden Sie hier auf unserer Homepage www.cdu-csu.de.